Hey, hallo und herzlich willkommen hier bei Belletristik Basti. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt's den Spring Clean Book Tag. Ich bin nominiert worden von der lieben Sarah Sophie. Vielen Dank dafür. Ich habe auch gerade lustigerweise mit der Sarah Sophie meinen Buddy Read zu Misery von Stephen King abgeschlossen. War mir eine besondere Freude und Ehre, weil ja die Sarah Sophie einfach die Booktuberin ist, die mir von ganz Anfang an schon unter die Arme gegriffen hat und die nach wie vor einfach zu meinen absoluten Favorite Booktubers zählt. Es war ein Fest. Aber der Bericht dazu kommt natürlich wann anders. Ich habe mir halt auch dieses ultra fancy, fesche, frühlingshafte Hemd angezogen. Ist auch nicht schlecht, oder? Und seit ich ja mit meiner schlank und sexy Crew unterwegs bin, passt mir dieses Hemd sogar wieder, weil ich habe inzwischen 7 Kilo abgenommen. Hey, wer hat es gesehen? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, dass man das auch gesehen hätte, ohne dass ich gesagt hätte, dass man es auch gesehen hätte, ohne dass ich was gesagt hätte. Würde mich natürlich freuen, dass dann mein Ego so ein bisschen pushen. Ja? Ich brauche schon so ein bisschen einen Ego-Push. Ja? Mein Selbstvertrauen braucht euch, also go for it. Frage Nummer 1. Eine Buchreihe, bei der du gezögert hast, sie zu beginnen. Und da habe ich hin und her überlegt und da hätte ich tatsächlich ein paar Einfälle gehabt, aber bin dann letztendlich zu der einzig wahren Antwort, ja, zu der einzig für mich vertretbaren oder vor euch vertretbaren Antwort käme, die sich förmlich mir eigentlich aufgedrängt hat, weil das kennt ihr ja in meinen vergangenen Videos sogar nachforschen, recherchieren, darf man fast sagen, welche Reihe das war. Und zwar ist es eine Reihe von meinem absoluten Lieblingsautor, und zwar von Stephen King natürlich. Und wer weiß es, wer weiß es? Ich habe in meinem Ranking-Video noch gesagt, ah, okay, diese Buchreihe, dieses Buch, das stelle ich mal noch ganz hinten an, weil auf so Ermittlungskram habe ich gar nicht so viel Bock, nachdem ich Der Outsider gelesen habe. Und das war Mr. Mercedes. Ich weiß schon, ich habe es euch schon ein paar Mal hingehalten. Aber ich habe mich für Mr. Mercedes dann entschieden, tatsächlich damals, weil ich mit der Claudia von Beauty Butterflies geschrieben habe und wir gesagt haben, hey, hätten wir Bock, einen Buddy Read zu machen, und es hat gerade so zeitlich perfekt passt. Und das war so unsere Übereinstimmung. Ich glaube, es war fast unsere einzige Übereinstimmung auf unserem Sub, auf Goodreads. Dann haben wir gesagt, okay, lass das machen, wir haben Zeit, wir haben da gerade eine Lücke. Dann lesen wir heute Mr. Mercedes. Ich musste es mir tatsächlich nur besorgen. Und dann hat mich Mr. Mercedes so derartig weggehauen, darf man sagen. Ich habe wirklich, wie gesagt, sehr gezögert, ob ich es anfangen soll oder nicht. Aber als ich es dann begonnen hatte und als wir mit unserem wirklich wundervollen, richtig tollen Buddy Read angefangen haben und uns gegenseitig wirklich Podcasts von teilweise über 15 Minuten geschickt haben, das war immer so, das Maß ist so ab 15, also bis 15 Minuten ist eine Sprachnachricht und ab 15 Minuten jetzt Podcast-Formate. Haben wir einfach uns ausgemacht und meistens wurden es Podcasts. Und es war so ein toller Buddy Read. Die Geschichte ist so toll in Mr. Mercedes. Es handelt ja von jemandem, der praktisch mit einem Mercedes in der Menschenmenge rast und jede Menge Menschen umbringt und nur ein viel größeres Attentat androht. Ihr habt das schon öfter ja von mir gehört. Und ich hatte einfach schlicht und ergreifend Angst und Bedenken bei dieser Reihe, dass das zu ermittlungstechnisch wäre und zu trocken und zu so Krimi-Style. Aber ganz und gar nicht. Also das Buch hat mich total mitgerissen, hat mir aus der Ermittlersicht und aus der Tätersicht zu gleichen Teilen eigentlich fast so sehr begeistert, dass ich mich mit der Claudia dazu entschlossen habe, dass wir auf jeden Fall gemeinsam wieder und aber auf jeden Fall, wenn wir wieder Zeit haben, diese Reihe weiterlesen werden. Frage Nummer 2. Ein Buch, das du aussortieren möchtest. Ist gar nicht so leicht für mich, weil Bücher, die ich aussortieren will, die schicke ich ja gern an irgendwelche Abonnenten von mir, weil die verschenke ich dann einfach gleich direkt im nächsten Video. Von dem her hatte ich da gar nicht mehr so viel da, aber dann ist mir noch mal eins ist mir dann quer in den Kopf gefallen, also ist mir dann eingefallen, wie ich es auf meinem neuen Bücherregal, also stehe hab sengen, erfolgreich mit Medien und Social Media. Das ist so ein Self-Publisher-Buch vom Jörg Rositzke. Das ist wahrscheinlich der Mann, der da vorne drauf ist. Ich habe das Buch auch schon mal in einem Video vorzeugt, und hier steht drauf: Marketing-Leitfaden zur schönen neuen Medienwelt. War tatsächlich für mich jetzt in meiner Situation nur
ein wirklich wesentlicher Tipp drin oder sage ich mal eine wesentliche Sache, wo ich mir wirklich so ein bisschen was rausziehen konnte, was in meinem Fall allerdings auch nicht so richtig gut funktioniert hat oder nicht so richtig viel Sinn gemacht hat. Kann natürlich sein, dass diese BookTube-Sache hier einfach zu speziell für das ist oder ich habe noch nicht so einen ganz genauen Plan. Und was mich hier drin ziemlich gestört hat, war, dass das immer wieder auf so ein kostenloses Coaching oder so ein kostenloses Erstgespräch praktisch mit dem Herrn hingewiesen wird. Und das hat mir das ganze Buch ein bisschen so vermiest, weil das war so ein bisschen mir zu sehr Werbeveranstaltung. Aber vielleicht konnte wer anders mehr damit anfangen. Es ist ein kurzes Buch. Ich glaube, es hat 163 Seiten. Und zwar groß geschrieben, also naja. Das ist heute das Giveaway-Buch. Wer da Bock hat, trotz meines Verrisses, der melde sich bitte bei mir. Schreib mir in die Kommentare, schreib mir E-Mail oder auf Instagram. Die Nachricht, die ich zuerst lese, die bekommt den Zuschlag der Nachricht oder dem Menschen hinter der Nachricht. Schicke ich das Buch wie immer völlig kostenfrei zu. Frage Nummer 3. Ein erfrischendes Buch. Und zu dieser Frage habe ich erst ein anderes Buch notiert gehabt und habe das dann aber nochmal durchgestrichen. Und zwar habe ich vor kurzem erst Die Wahrheit über das Lügen von Benedikt Wells gehört. Hat mich einfach interessiert, weil ich diesen Benedikt Wells jetzt schon öfter mal begegnet bin. Also leider natürlich nicht leibhaftig, aber ich habe ihn jetzt in vielen Videos gesehen, mit Kritiken oder Meinungen zu Heartland, zu diesem neuesten seiner Werke, ja. Und fand ich recht interessant, was da so gesprochen wurde, beziehungsweise ist mein Augenmerk so ein bisschen hängen geblieben an diesem Autor. Und dann dachte ich mir, hey, das gibt's hier gerade, also nütze ich doch mal den Moment. Es war dieser Kurzgeschichtenband praktisch gewesen. Ich habe selten einen noch kurzweiligeren Kurzgeschichtenband gehört oder gelesen wie diesen. Es hat so ultra viel Spaß gemacht. Es waren so kreative, ja, so richtig kreative, einfallsreiche Kurzgeschichten. Es war sogar eine Kurzgeschichte dabei als Querverweis zu einem anderen Roman von ihm, zu Das Ende der Einsamkeit. Da geht es irgendwie um eine Geschichte, die irgendein Protagonist aus diesem anderen Buch irgendwem anders vorliest. Ich habe das Ende der Einsamkeit noch nicht gelesen, aber das werde ich vielleicht jetzt auch mal machen. Und Heartland steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Auf jeden Fall gipfelt es so in dieser Hauptgeschichte oder in der Titelgeschichte, sage ich mal. Und die heißt natürlich Die Wahrheit über das Lügen. Es geht um einen Mann, der praktisch im George Lucas seine Idee für Star Wars abgeknöpft hat, sage ich mal, mittels einer Zeitreise und den dann praktisch im Laufe dieser aufkeimenden Idee von Star Wars überholt hat, weil er das alles aus der Zukunft schon wusste. Es ist eine ultra tolle Geschichte. Also das ist so, also gerade wenn man Filmeliebhaber ist, erkennt man einfach total viel Menschen, die damit genannt werden oder Regisseure oder einfach Schauspieler und Filmmenschen eben, erkennt man da namentlich wieder. Und wenn man die Filme kennt, ist diese Geschichte irgendwie noch zauberhafter und noch schöner. Und allein diese Idee, dass das möglich wäre und dass dieser Mensch das so hätte machen können, es war einfach erfrischend. Ich habe diesen Autor wirklich jetzt in meinem Hinterkopf abgespeichert, als musst du dir unbedingt die anderen Bücher anschauen, lesen oder eben auch hören. Bin ich richtig angefixt jetzt. Benedikt Wells, das kann richtig, richtig was werden. Also Frage Nummer 4. Ein Buch, in dem du dir wünschst, eine wichtige Szene umzuschreiben. Und ja, also bei dieser Frage habe ich mir jetzt wirklich schwer getan. Wirklich schwer getan, weil ich bin so prinzipiell nicht so der Typ, der sich denkt, ah, das hätte ich jetzt anders gemacht. Obwohl mir das tatsächlich hier oder da schon mal passiert ist bei so gewissen Büchern, aber da habe ich mich sehr lange sehr schwer getan, weil ich nicht so recht wusste, in welchen Büchern das denn irgendwann mal war. In letzter Zeit war das auf jeden Fall der Gedanke nicht so wirklich da. Nichtsdestotrotz bin ich dann einfach, weil ich ja eine Antwort auf diese Frage brauche, auf die Mitternachtsbibliothek gekommen. Ich will jetzt nicht hier irgendwie ein neues Handlungsmuster oder eine neue Idee für die Mitternachtsbibliothek einbringen, weil ich fand die Mitternachtsbibliothek wirklich ein sehr wundervolles und zauberhaftes Buch, eine tolle Geschichte mit super tolle Ideen drin und das Thema ist halt einfach auch ultra wichtig, gell? Also dieses Thema von wegen den Depressionen und eben der Entscheidung, dann tatsächlich Selbstmord zu begehen, finde ich super wichtig und fand ich sehr, sehr gut umgesetzt und sehr gut veranschaulicht, sage ich mal. Nur, mir hat sich
diese Klarheit über das Ende viel zu schnell eigentlich aufgedrängt, wo ich eigentlich also die einzige Schwachstelle an dem Buch gefunden habe. Es hat ja Kommentare gegeben, dass das alles so als eine Abklapperung von irgendwelchen Kalendersprüche oder so herabgetakelt worden ist, was ich aber völlig unberechtigt finde, ganz ehrlich gesagt. Ich tue mich immer hart mit Kritik an so tollen Büchern wie der Mitternachtsbibliothek und wie gesagt, ich merke jetzt nicht irgendwie ein anderes Ende hier laut aussprechen, wie ich es anders gemacht hätte, kann ich vielleicht da gar nicht. Also das möchte ich mir nicht zutrauen und das will ich mir nicht anmaßen, sage ich mal. Frage Nummer 5. Ein Buch einer Reihe, das nicht wirklich wichtig war. Und da habe ich jetzt lange überlegt, weil wenn ich schon Reihen gelesen habe, dann waren es geschlossene Reihen und dann waren die im Prinzip für mich alle wichtig. Und habe mich aber dann entschieden für Das Snuffhaus vom Edward Lee. Ist jetzt nicht direkt eine Reihe, das gebe ich jetzt mal zu. Ist vom Vesta Verlag und ich sage mal, der erste Band der Reihe war ja Das Schwein, was ich eine extrem runde und sehr, sehr, sehr coole Geschichte fand. Und Das Snuffhaus war ja dann sowas wie die Fortsetzung. Ich weiß, ist nicht so eine richtige Reihe, aber da fand ich Das Snuffhaus relativ überflüssig. Also das war sowas, auf das hätte ich verzichten können. Wenn schon eine Fortsetzung von so einer verdammt starken Geschichte wie Das Schwein, dann hätte ich mir eigentlich mehr erwartet von Das Snuffhaus. Es geht ja in Das Snuffhaus um dieses Haus, wo die bei dem Buch Das Schwein diese Psycho-Horror-Pornofilme gedreht haben und dieser Protagonist ja da praktisch eingesperrt war in dem Haus, weil der ja Ahnung hatte von Filmedrehen und der musste dann für diese Mafia-Vereinigung eben da diese Filme drehen und da sind jede Menge abgefahrene, ultra gewalttätige, brutale, unasexuelle Sachen passiert, die jenseits von Gut und Böse sein. Und in Das Snuffhaus ging es dann eben genau um dieses Haus und dass ein Journalist da vorgefahren ist, beziehungsweise in dem Haus wohnen sollte oder gewohnt hat und diese Geister, die da rumspuken, dokumentieren sollte. Die Ideen waren ganz nett, die Ansätze waren auch ganz nett, aber so insgesamt ist das wirklich einfach über ganz nett nicht rausgekommen. Und wie gesagt, mit dieser direkten Verbindung zu Das Schwein hätte ich mir wesentlich mehr erwartet. Frage Nummer 6. Ein Buch mit einem sauberen, klaren Ende. Und da habe ich ein bisschen hin und her überlegt, allerdings kam ich dann ziemlich schnell drauf auf das letzte Buch, das ich beendet habe, und zwar Sie oder Misery von Stephen King, das ich ja mit der wundervollen Sarah Sophie im Buddy-Read-Modus gelesen habe und absolut begeistert war von dem Buch und auch von dem Ende. Also, wir waren uns dann einig, dass das Ende, also ich will euch jetzt nicht spoilern, um Gottes Willen, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Da kann ich eigentlich gar nicht die weiteren Ausführungen dazu bringen, weil ich will jetzt nicht das Ende spoilern von sie. Aber sie, das war einfach ein richtig rundes Ende und wir hatten dann in unserem Buddy Read so, keine Ahnung, ein, zwei Teile, bevor es dann wirklich dem Ende zuging, haben wir schon beide so laut uns ausgetauscht oder laut das geäußert, unseren Gedanken, dass wir sehr gespannt sind auf das Ende des Buches tatsächlich, weil der Stephen King ja so ein bisschen in Verruf steht, dass er keine richtig guten Enden schreiben kann oder, naja, eben nicht so ein richtiges geiles Big Finish zusammenkriegt. Wo es allerdings Misery total widerlegt hat für mich, beziehungsweise wo es in Misery absolut nicht so ist. Ich habe auch schon Bücher von Stephen King gelesen, wo ich mit dem Ende gehadert habe, wo ich mir beim Ende dachte, oh, das war jetzt aber ein bisschen arg abrupt, das war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was ich mir aber denke zu dem Thema ist immer einfach, wenn man so ein ultra riesiges, breites Universum aufbaut und so 1000 Seiten Klopper schreibt, beziehungsweise müssen sie ja nicht immer so lange sein, aber so 500 bis 1000 Seiten Bücher und der Stephen King verbreitet ja sein Universum immer krass und du bist ja da richtig drin und wer so die Geschichte so breit aufstellt und so ausführlich aufstellt, der müsste ja ein Ende von 200 Seiten wahrscheinlich schreiben, damit das, sag ich mal, der Geschichte oder dem Umfang der Geschichte vorher gerecht werden darf. Das war mal so eine Theorie von mir. Kann natürlich ja totaler Unsinn sein. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet von dieser Idee. Aber so habe ich das immer empfunden. Aber bei Sie, Misery, fand ich ein sehr, sehr rundes Ende. Schaut euch das mal an. Und wie ich schon gesagt habe, der Buddy Read hat extrem Spaß gemacht. War mir eine extrem hohe Ehre. Vielen Dank nochmal an die Sarah Sophie dafür. Frage Nummer 7. Ein Buch, das zu sehr konstruiert war.
Da brauchen wir gar nicht lange drum rumreden, das ist mir sofort von der Hand gefallen. Ein Buch, das ich auch vor kurzem erst beendet habe, auch in einem Buddy-Read-Modus, und zwar Red Rising. Und wenn ich schon mal Bücher habe, die ich nicht so richtig geil fand oder da, wo ich irgendwie was zu meckern hatte, dann müssen die natürlich ja immer für solche Fragen herhalten. Und bei Red Rising trifft vielleicht sogar diese Beschreibung, dass das zu sehr konstruiert war, zu sehr gewollt irgendwie war, so ein bisschen für meine Begriffe ziemlich stark zu. Aber ich will da jetzt ja gar nicht mehr länger drauf rumhacken und rumaxten, weil ich habe auf meinem letzten Video, wo ich ja Guide to Anfang schon meine Erfahrungen mit Red Rising kundgetan habe, da habe ich, glaube ich, 5 Dislikes gekriegt. Ich weiß, es ist wichtig, dass man auch mal Dislikes kriegt, aber bisher hatte ich immer maximal Ohren. Und ja, mein erster Verriss, meine erste echt negative Meinung, die ich kundtue habe über Red Rising eben, hat da gleich für Dislikes gesorgt. Aber ist eigentlich eine coole Sache. Ja, ich sage mal, solange das immer nur über 30 Likes sind und nur 5 Dislikes dazu, kann ich da immer noch ganz gut damit leben. Beziehungsweise, nun ja, werde ich einfach hier auch ganz ehrlich sagen, wenn mir was nicht gefällt oder wenn ich einfach was kacke fand, was andere vielleicht gut finden. Aber Leute, so ist es nun mal, damit muss man leben. Aber hey, gebt's mir ruhig weiter Dislikes, weil ich habe schon gemerkt, weißt du, wenn du Dislikes kriegst, dann bist du einfach so ein bisschen, da bist du so ein bisschen spannender. Ja, das ist so, das gehört ein bisschen dazu zum guten Booktubertum. Das darf man, habe ich mir sagen lassen, darf man das nicht persönlich nehmen. Also, ja, das ist überhaupt nichts Persönliches und deshalb sehe ich das einmal so richtig entspannt. Also her mit den Dislikes. Red Rising war nichts für mich. Frage Nummer 8 und somit zur letzten Frage. Ein Buch, das ermüdend war, dennoch am Ende ein gutes Gefühl hinterlassen hat. Ein Buch, das eigentlich richtig gut in diese Beschreibung passt, habe ich mir rausgesucht. Und zwar ist es Schwarz von Stephen King. Das ist ja der Beginn, muss ich mal schauen, wie ich das halte, dass das nicht so spiegelt. Das ist ja der Beginn der Reihe des Dunklen Turms. Und dieses Buch hat es mir wirklich nicht leicht gemacht. Und ich glaube, viele von euch, die das wirklich schon gelesen haben, wissen, was ich meine. Wenn man so den typischen King-Stil gewöhnt ist, dann kommt das erst einmal ganz zähflüssig daher. Also das hat mich vor echte Herausforderungen gestellt und ich habe mir nicht nur einmal überlegt, dieses Buch abzubrechen tatsächlich. Also das hat mich wirklich, ja, ich fand es streckenweise tatsächlich ermüdend und ich fand, da waren Längen drin, ja, die mich wirklich fast dazu gebracht haben, nicht mehr weiter zum Lesen. Und am Ende war ich dann eigentlich doch ganz beseelt, weil ich am Schluss des Buches so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt vielleicht den Grundgedanken des Ganzen so ein bisschen verstanden. Ich habe vielleicht also ein bisschen verstanden, was der Autor wollte, was er erreichen wollte beim Leser, was für ein Gefühl, was ich ja finde, dass es oft gerade beim Stephen King so ist, weil viele Leute beschweren sich, ja, es ist zu ausführlich, es ist zu umfangreich oder es sind zu lange Längen drin oder zu intensive Längen drin. Aber ich glaube, hier werden Längen ganz bewusst eingesetzt, um einfacher die Gefühle zu transportieren. Beispielsweise, wenn unser Protagonist, unser Roland der Revolvermann, eben auf dem Weg durch eine Wüste ist, blöd gesagt. Nur so als ganz banales Beispiel, der ist auf dem Weg durch eine Wüste. Und natürlich ist es eine sehr lange, sehr erschöpfende und sehr aufreibende Sache. Und als Leser kommst du einfach auch so ein bisschen an diese Gefühle der Protagonisten näher dran, wenn du einfach eine lange aufreibende Reise auf den Seiten heute erlebst. Das ist immer so ein bisschen meine Theorie, warum das vielleicht hier und da mal bewusst eingesetzt wird, dieses Stilmittel, da die fast schon sagen wollen, von unserem guten Stephen King. Ja, und das war's ja schon wieder mit dem Spring Clean Book Tag. Vielen Dank nochmal an die Sarah Sophie fürs Taggen. Ich möchte nochmal eindeutig darauf hinweisen, alle, die Lust haben, macht's mit bei diesem Book Tag. Die Fragen haben mich hier und da mal ein bisschen mehr herausgefordert als sonst, also haben mich mehr herausgefordert als die Fragen meiner eigenen Tags, aber das ist ja klar. Und hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt noch ein ganz schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wer das Buch erfolgreich mit Medien und Social Media von mir geschenkt haben möchte, der meldet sich bitte in den Kommentaren oder als Nachricht. Wir kommen auf jeden Fall zusammen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Belletristik Basti. Macht's gut, bis dann, ciao.